Kurz vor dem Osterwochenende wurde es ernst an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg. Die marode Theaterbrücke wurde abgerissen. Erster Stadtrat Kai-Uwe Hirscheide erläutert wieso. Ja, wir müssen leider die Theaterbrücke abreißen, weil sie nicht mehr standsicher ist. Wir werden das jetzt am kommenden Wochenende tun, sehr komprimiert, von Freitag bis Montag. Und werden dann sozusagen auch aktuell diskutieren mit der Ortspolitik, was als Alternative zu der Brücke dann möglich wäre. Einmal steht als Alternative wieder eine neue Brücke im Raum oder eine ebenerdige Kreuzung, die sozusagen optimiert wird zu der Kreuzung, die wir jetzt haben. Das ist sozusagen dann die Perspektive, die wir bis zum Ende des Jahres dann auch in einen entsprechenden Beschluss fassen wollen. Die Brücke sollte bereits im letzten Jahr abgerissen werden, doch die ungewöhnlich hohen Schadstoffwerte im Brückenbelag machten die Entsorgung des Bauschutts umfangreicher und zeitintensiver, weshalb ein neuer Termin gefunden werden musste. Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, erläutert die Besonderheiten der Brücke und wieso ein Abriss letztlich notwendig wurde. In diesem Fall war das Bauwerk tatsächlich schon länger unter Beobachtung, weil die Zustandsbewertung entsprechend schlecht war. Das liegt auch daran, dass das Lager in der Mitte fest war, sodass die Gelenke das nicht mehr übertragen konnten bzw. nicht mehr öffnen konnten dann da. Und im Frühjahr letzten Jahres fing sie an, ein besonderes Verhalten zu zeigen, nämlich ein erhöhtes Schwingungsverhalten. Und da das Bauwerk eben auffällig im Verhalten war, mussten wir es dann eben sperren und eben dann jetzt eben auch zurückbauen. Nachdem die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen waren, wurde es dann ernst. Das Fallbett war gelegt, die Bagger bereit. Ein letzter Gang über die Brücke und bei strömenden Regen begannen die Scheren, die marode Brücke abzutragen. Nur anderthalb Stunden Kampf hatten die Bagger gewonnen und die Brücke lag am Boden. Und bereits um 18 Uhr war auch der Großteil des Bauschutts verschwunden, sodass eine pünktliche Öffnung der Braunschweiger Straße gewährleistet war. Wir als Schaffen sind sehr zufrieden mit dem Ablauf. Mit unserem Auftragnehmer hat alles wunderbar geklappt und sind zufrieden, dass wir Sonntag schon rechtzeitig fertig geworden sind. Seit 1960 sorgte die Theaterbrücke für eine sichere Querung der Braunschweiger Straße. Wodurch sie ersetzt wird, steht noch nicht fest.